In diesem Video zeige ich dir, wie du mit diesen beiden Dingen deinen Teppich wieder zum Glänzen bringst. Denn du kannst tatsächlich mit einem Wäschepott und dem Deckel eines Topfes deinen Teppich wieder richtig schön sauber bekommen. Bei mir kannst du jetzt hier sehen, mein Teppich hat doch einige Flecken, er ist auch schon etwas älter und hier hat er sogar noch einige kleinere, deutlich sichtbarere Flecken. Doch die bekommen wir jetzt mit unseren beiden Sachen wieder richtig schön sauber. Dafür brauchst du, wie gesagt, einen Lappen, den Deckel eines Topfes und einen solchen Wäschepott. Diesen geben wir jetzt in eine Schüssel und kippen ungefähr 60 Grad warmes Wasser drüber. Dadurch löst der Wäschepott sich relativ schnell auf. Und genau das ist es, was wir hier erreichen wollen. Wir rühren danach jetzt nochmal alles schön um, damit der Wäschepott auch richtig schön mit dem Wasser vermischt ist. Und dann musst du erst einmal gucken, dass du kurz abwartest, bis das Wasser wieder etwas abgekühlt ist und du mit den Fingern hereingehen kannst. Dann brauchen wir jetzt unseren Lappen. Diesen geben wir einmal in die Mischung, sodass er komplett damit vollgetränkt ist. Wringen ihn dann noch ein wenig aus, denn er muss nicht tropfend nass sein. Legen ihn dann auf unseren Teppich und dann brauchen wir auch schon unseren Deckel. Denn dieser eignet sich wunderbar, um damit jetzt über den Teppich zu reiben. Wickel den Lappen um den Topf, fixiere ihn vielleicht oben am Henkel ein wenig oder halte ihn mit den Händen fest. Und dann kannst du jetzt beginnen, damit über den Teppich zu reiben oder auch in kreisenden Bewegungen zu wischen. Ab und zu solltest du den Lappen natürlich mal wieder nass machen und auch auswringen, doch mit der Zeit wirst du sehen, dass der Teppich so wirklich richtig schön sauber wird und die Flecken sind danach kaum mehr zu sehen. Außerdem, ein netter Nebeneffekt, der Teppich riecht auch noch wunderbar sauber und frisch, so als wäre er gerade aus der Wäsche gekommen. Auch hier sind die Flecken bei mir nicht mehr zu sehen. Probiere das Ganze daher doch auch bei dir unbedingt einmal aus. Möchtest du jetzt außerdem noch wissen, warum die Waschmaschine immer länger braucht, als sie anzeigt, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Außerdem würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss auch auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.